Herzlich willkommen zum SWR-Wetter Rheinland-Pfalz. Heute Morgen, da wollte es ja vor lauter Regenwolken gar nicht richtig hell werden. Das kennt man eigentlich sonst eher vom Herbst. Und ganz ehrlich, mein Traumsommer, der sieht ein bisschen anders aus. Aber so ist das nun mal in der Natur. Des einen Leid ist des anderen Freud. Und der Storch, der findet unseren Sommer auf jeden Fall ganz prima. Und das hat Folgen. Eigentlich, so hat man zumindest früher immer erzählt, bringt der Klapperstorch ja uns Menschen die Kinder. In diesem Jahr hat der Storch das Kinderkriegen quasi intern geregelt und so viel Nachwuchs wie nie zuvor. Im Vogelpark Bobenheim-Roxheim hat Wetterreporterin Henriette Seifert mal nachgehört, wieso das so ist. Dass das hier Jungstörche sind, das erkennt man nur noch an dem etwas dunkleren Schnabel. Insgesamt sind in diesem Vogelpark dieses Jahr bei 4 brütenden Paaren 12 Jungtiere durchgekommen. Und das ist ungewöhnlich viel, nicht wahr, Herr Behrens? Ja, das ist ungewöhnlich viel. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Der erste Grund ist in dem milden Frühjahr zu sehen, mit wenig Regen. Und der zweite Grund ist darin zu sehen, dass die Eisheiligen dieses Jahr relativ spät waren und auch nicht so hart ausgefallen sind wie sonst. Das heißt, es gab keine großen Temperaturstürze hier und auch wenig Starkregen, sodass die Jungvögel gut über diese kritische Periode gekommen sind. Das heißt, die Regel ist, dass Jungtiere eingehen während der Eisheiligen, oder? Ja, wir haben schon erlebt, dass in früheren Jahren eben bei den Eisheiligen durch den Temperatursturz und durch Starkregen zum Beispiel die Tiere nass wurden, unterkühlten und dann eben auch verendeten leider. Dass insgesamt wieder so viele Störche hier brüten, hat das auch was mit dem Klima zu tun? Ich meine, sie waren ja hier mal ganz ausgestorben. Ja, die Störche waren ganz ausgestorben und wir haben über lange Jahre eben probiert, die Störche wieder hier anzusiedeln, anzulocken, Nistmöglichkeiten zu schaffen. Mhm. Und jetzt haben wir zum Glück einen großen Erfolg zu verzeichnen. Ja. Also Nistplätze sind das eine. Die andere Frage ist die nach der Nahrung. Finden die genug Futter in der Umgebung? Ja, die Störche finden genug Futter hier in der Umgebung. Gerade wenn die Küken noch klein sind. Und dann brauchen die Störche eben kleine Nahrungstiere, etwa Regenwürmer oder Heuschrecken. Das finden sie ausreichend. Wenn sie dann größer sind, dann helfen wir etwas nach. Es wird also zugefüttert. Ja. Eine Storchenfütterung habe ich noch nie gesehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Tja, ob das nun aber wirklich die Temperaturen sind, die sich die Störche bei uns erhofft haben? Immerhin kommen sie extra den weiten und auch anstrengenden Weg aus dem Süden zu uns, um hier den Sommer zu verbringen. Statt Sonne bekommen sie jetzt zumindest ein leckeres Mahl serviert. Von wegen Frösche. Hier gibt es Mäuse und Tagesküken für die Störche zu fressen. Der Sohn von Herrn Behrens hilft sogar mit, weil hier alles ehrenamtlich passiert im Vogelpark. Wo der Lukas das eben hingestellt hat, das ist ein Bodennest. Ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich für Störche? Das ist ungewöhnlich für Störche. Das ist deshalb ein Bodennest, weil hier ein Störchenpaar gebrütet hat, wo das Weibchen nicht fliegen kann. Das heißt auch nicht nach oben kann. Deswegen haben die zwei das Nest hier auf dem Boden gebaut und haben erfolgreich zwei Jungvögel aufgezogen. Mhm. Ist ein bisschen anders als bei einer Pinguinfütterung. Die bleiben ganz schön auf Distanz. Sollen wir mal lieber Wir gehen ein paar Schritte weg und dann können wir füttern. So, jetzt wo wir mit der Kamera hinterm Zaun stehen, geht es schon besser. Der Lukas hat die Störche erfolgreich angelockt. Wie schaffen Sie das denn, dass die Störche, die hier hingehören, im Winter hier bleiben und die anderen wieder wegfliegen? Weil die können sich ja mit dem Nahrungsangebot alle ganz wohl fühlen. Ja, die könnten sich alle ganz wohl fühlen, aber wir füttern dann gezielt unsere eigenen Störche und der Rest kriegt etwas weniger und wird dann gezwungen, praktisch auf den Zug zu gehen. Ja. Ende August, Anfang September ist das soweit? Ende August, Anfang September, je nach Witterungslage fangen die Störche an zu ziehen, zuerst die Jungvögel und dann die Alttiere. Wissen Sie denn, wo Ihre Störche im Winter landen? Genau weiß man es nicht. Man weiß von Ringablesungen, dass Störche von uns schon in Frankreich und auch in Spanien beobachtet wurden. Früher war das Überwinterungsgebiet der Störche immer Afrika. Ist es denen da jetzt zu heiß geworden durch den Klimawandel? Nee, so heiß geworden ist es denen nicht. Der Storch kann an sich mit Hitze und Kälte sehr gut umgehen. Es ist eher das Nahrungsangebot, was sich durch Trockenheit verknappen kann. Und dann sind die Vögel gezwungen, Ausweichgebiete zu finden. Und das ist heutzutage oft schon Spanien. Also die Ausbreitung der Wüste ist das Problem. Da gibt es nichts mehr zu fressen. Das habe ich heute gelernt. Wenn die Störche einmal aus dem Nest draußen sind, dann ist ihnen das Wetter ziemlich schnuppe.